Mein Name ist Michel, technischer Außendienstmitarbeiter Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unseren Master-Stoßdämpfer-Werkzeugsatz vorstellen. Der Satz besteht aus Steckschlüsseln für die Stoßdämpferverschraubungsmuttern von 14 bis 27 mm. Wir haben hier auch Spezialschlüssel im Zweikantprofil, zusätzlich die Schlüssel unterschiedlichster Kolbenstangenprofile. Das Ganze möchte ich euch jetzt auch anhand dieses Federbeins zeigen. Dazu benötigen wir zum einen für die Mutter den Steckschlüssel Schlüsselweite 21 und für die Kolbenstange einen Innensechskantschlüssel mit 7 mm. Besonders wichtig ist es, die Kolbenstange beim Öffnen der Mutter gegenzuhalten, da sonst die Gefahr besteht, dass man die Konterung des Bodenventils löst und somit den Stoßdämpfer beschädigt. Fatal wäre auch, wenn man das Ganze mit einem Schlagschrauber machen würde. Zuerst setzen wir den Innensechskantschlüssel in die Kolbenstange. Danach setzen wir den Steckschlüssel auf die Stoßdämpfermutter. So. Wie ich vorher schon angesprochen habe, ist es ganz wichtig, die Kolbenstange gegenzuhalten. Was hier sehr schön ist, durch die lange Ausführung des Innensechskantschlüssels und des Steckschlüssels verhindern wir auch einen Kippmoment. Hingegen, wenn ich klassisch jetzt hier einen Winkelimbusschlüssel nehme und einen abgekröpften Ringschlüssel, ist immer die Gefahr bei stark verrosteten Verschraubungen, dass mir der Winkelschlüssel zur Seite abkippt und ich meine Kolbenstange runddrehe. Das heißt, gegenhalten und lösen. So, jetzt schrauben wir das Ganze los. So, da sehen wir auch das gute Stück. Das ist die Stoßdämpfermutter, die wir jetzt runtergeschraubt haben. Und Montage natürlich in umgekehrter Reihenfolge.